In Paris 2024 wird die Sportart Kitefoil erstmals im Programm der Olympischen Sommerspiele aufscheinen. Im Rahmen der Team-EM am Traunsee wurde letztes Wochenende das Wettkampfformat getestet. Dabei konnten die Briten Conor Bainbridge und Ellie Aldridge ihren Titel verteidigen. Der Traunsee in Oberösterreich bietet die perfekte Kulisse für die Kitefoil-Team-Europameisterschaft 2020. Einfach war der Weg dorthin aber nicht. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Titelkämpfe zweimal verschoben werden. Dafür werden die Athletinnen und Athleten jetzt im September mit perfekten Windverhältnissen belohnt. Wir begrüßen 38 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 9 Nationen und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir hier die besten Kitefoiler Europas begrüßen dürfen und dass wir auch in Zeiten von Covid-19 und Corona eine solche Veranstaltung hier über die Bühne bringen dürfen. Den Auftakt machen die Qualifying Series. Danach wird das Feld je nach Platzierung in Gold-, Silber- und Bronzeflotte unterteilt. Am Ende steht das Medal Race, in dem die 4 besten Teams um Medaillen kämpfen. Die Briten Conor Bainbridge und Ellie Aldridge schaffen sich dabei die beste Ausgangsposition und können bereits im ersten Rennen der Medal Series die Goldmedaille fixieren. Es war echt cool und das Niveau hier war so gut, dass es schon ein Erfolg war, überhaupt im Finale mit dabei zu sein. Ich hatte großen Respekt vor dem Wettkampfformat, aber ich freue mich sehr auf alles, was da noch kommt. Rang 2 belegt das deutsche Duo Florian Gruber, Leonie Meyer vor den beiden Briten Guy Bridge und Katie Debson. Der Weltcup im Kitefoil liegt wegen Corona weiterhin auf Eis. Eine Rückkehr an den Traunsee nächstes Jahr soll es aber definitiv geben.